Ja, moinsen, meine Meisters und Meisterinen zu diesem wunderschönen Samstag und was geht, Kryptogang? Die Panik macht sich breit, Freunde. Panik bezüglich Meldungen aus den USA. Die Biden-Regierung, die will jetzt hart gegen Krypto vorgehen, hier und da. Und immer wenn solche Meldungen kommen, Freunde, die ja eigentlich auch nie was ganz Neues sind, passiert eine auffällige Sache. Die Angst davor, dass man Bitcoin und Krypto im Allgemeinen verbieten könnte. Der Mythos, dass das überhaupt möglich wäre, hält sich hartnäckig. Freunde, wir sprechen heute mal darüber, was sie in den Staaten da wieder von sich gegeben haben und was es mit dem Mythos Bitcoin-Verbot auf sich hat. Natürlich nach dem Intro. Okay, let's go. Salam Alinsky, meine lieben Freunde der digitalen Goldgruben, immer. Also, Biden will Krypto-Regulierungswelle entfesseln. Öffnen wir mal den Bericht vom BTC Echo. Gucken wir erstmal, was da jetzt grundsätzlich wieder los ist, weil das macht ja gerade wirklich die Runde. Bruder, die werden einfach Krypto verbieten und WTF, dann war das alles hier umsonst. Rette sich, wer kann. Haben viele Angst, ohne Scheiß, ne? Naja, was haben wir denn, Freunde? Insiderquellen berichten von einer Krypto-Regulierungswelle aus dem Weißen Haus zum Schutz der nationalen Sicherheit. Zudem könnte ein Gesetz Entwurf dem Finanzministerium weitreichende Verbotsrechte einräumen. Also zuerst mal. Alle diese Infos sind so gut wie unbestätigt. Das sind Insider-Informationen von jemandem, der angeblich dem Weißen Haus sehr, sehr nahe steht und diese Infos an die Nachrichtenseite Barron's weitergegeben haben soll. Das ist Punkt 1. Da geht es jetzt darum, dass laut dieser Infos die Regierung rund um diesen senilen alten Mann, also den Präsidenten in den USA, glaubt, Bitcoin und generell die Kryptowelt stellt ein nationales Sicherheitsrisiko dar. So stellen die das ja gerne immer hin. Und teilweise gebe ich den Recht, Freunde, nur unter anderen Aspekten. Regierungen schieben sehr, sehr gerne die Volatilitätskeule vor unsere Augen und sagen, ja, also, Krypto ist gefährlich, weil es ist furchtbar volatil und ihr verliert ja dadurch sehr, sehr viel Geld. Und wir müssen euch ja beschützen. Worum es denen wirklich geht, sollte natürlich klar sein, Freunde. Und damit haben die dann sogar recht, dass Bitcoin und Krypto ein nationales Sicherheitsrisiko ist. Es klaut ihnen Macht. Es nimmt Macht von deren zentralisierten Geldsystem weg. Es lässt Banken alt aussehen. Punkt. Das ist der einzige Grund. Das Geldsystem wird durch Krypto angreifbar. Henry Ford hat einmal etwas sehr, sehr Zutreffendes zu der ganzen Thematik gesagt. Würden die Menschen das Banken- und Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution und das noch vor morgen früh. Und da ist was dran, Freunde, denn der einzige Grund, warum wir mit unserer heutigen Finanzwelt gerade an diesem Punkt sind, an dem wir nun mal sind, ja, und die Auswirkungen betreffen uns ja alle, Inflation, Entwertung, Immobilienpreise, Zinserhöhung, Schere, Arm, Reich, ist nachweislich auf unser Geld- und Fiat-System zurückzuführen. Ganz klare Geschichte. Beziehungsweise auf die Regierung, die die Notenbanken anheizen, immer mehr Geld aus dem nicht zu drucken, ohne jeglichen Gegenwert. So einfach ist das im Prinzip. Würden alle Menschen das begreifen und das nicht einfach hinnehmen, würde sich doch jeder nach einer Alternative und Absicherung seines Geldes umgucken, oder? Und da würde man wahrscheinlich flächendeckend sehr schnell auf Bitcoin stoßen. Denn Bitcoin ist unabhängig, ein Open-Source-Netzwerk, für jeden transparent. Dazu noch dezentral und kann nicht zensiert oder kontrolliert werden. Anders ausgedrückt, Freunde, es ist fair. Und unser hart verdientes Geld zu entwerten ist im Gegensatz nicht fair, okay? Naja, Freunde, aber weiter im Text. Es geht natürlich nicht nur per se um Bitcoin, sondern auch um vor allem Dinge wie NFTs, wo man irgendwo einen Riegel vorschieben will, wo ich nicht mal wirklich große Argumente dagegen finde, Freunde, weil kleine digitale Pixel für teilweise über 3 Millionen US-Dollar zu handeln, wo keiner so wirklich versteht, warum und wo kommt dieser Wert her, sind tatsächlich irgendwo willkürliche Sinnfragen, Freunde. Das ist ja auch völlig eskaliert. Das ist völlig außer Kontrolle geraten. Da hat doch keiner mehr einen Bezug zu. Sind wir doch jetzt mal ehrlich. Und das kann halt wirklich gefährliche Auswirkungen haben. Da stimme ich sogar zu, dass man da mit dem Aspekt kommen könnte, wir sollten die Leute da weitestgehend schützen, wenn es denen denn wirklich darum gehen würde, was eben, naja, palimpalim, nicht der Fall ist. Weil sonst würde man ja solche Regularien begrenzt auf das jeweilige Asset vorhaben und anwenden. Wisst ihr, was ich meine? Dann könnte man sagen, ey Leute, also das irgendwie mit den NFTs, das nimmt irgendwie gefährliche Ausmaße und so an. Lasst uns da mal bitte irgendwie Regeln einführen und Regularien treffen, keine Ahnung. Ja? Okay, aber so gehen die ja nicht vor, sondern pauschalisiert gegen ganz Krypto. Und allem voran Bitcoin. Bitcoin sei ja gefährlich aufgrund Volatilität. Naja gut, die Frage, warum und weshalb die jetzt was regulieren wollen, ist uns auch erstmal grob gesagt egal. Denn ich denke, wir sind uns alle im Klaren darüber, dass es ihnen natürlich nicht darum geht, die arme Bevölkerung zu beschützen, sondern um eigene Interessen, um Macht, um finanzielle Interessen. Es ist im Prinzip wie immer und wie alles in der Politik, Freunde. Es geht um Macht und eigene Interessen, um Kontrolle. Wir sollten uns mal lieber fragen, ob sie Krypto denn überhaupt verbieten können.
Und ja, ich sag euch Folgendes. Eins sollte im Vorhinein klar sein und wir machen das jetzt wirklich sehr, sehr einfach und pauschalisiert. Jedes Kryptoprojekt, ob NFT, Currency, Stablecoins oder was auch immer, wo ein Unternehmen hintersteht, also eine echte physische Anschrift, kann aus dem Verkehr gezogen werden. Wie, warum, weshalb, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Sie können. Ripple könnte in den Boden gestampft werden. Ja, Firmen, die NFTs anbieten, können dicht gemacht werden. Natürlich. Alles, wo irgendwo zentrale und vom Unternehmen selbst gestellte Nodes für das jeweilige Asset zur Verfügung stehen und das halt laufen lassen, kann man sozusagen ausschalten. Aber nicht Bitcoin. Und dieser Mythos hält sich hartnäckig. Auch hier in den Kommentaren oft gesehen, Freunde. Ja, aber wenn die irgendwann Bitcoin verbieten, dann war's das hier einfach alles. Dann ist Krypto tot. Viele verstehen heute immer noch nicht so richtig, was Bitcoin eigentlich wirklich ist und wie das alles so funktioniert. Viele stellen sich das viel zu vereinfacht vor, in Form von, da gibt es einen Bitcoin-Knopf und wenn die USA den drückt, dann ist, also den Bitcoin-Knopf, dann ist Bitcoin aus, weil die haben den Bitcoin-Aus-Knopf gedrückt. Für Bitcoin gibt es keinen Knopf. Also nur um das eben klarzustellen, Freunde. Das ist natürlich ein unfassbar tiefes und komplexes Thema, inwieweit es möglich wäre, Kryptos zu regulieren oder ganz zu verbieten. Aber wir müssen das ja irgendwie mit unseren Möglichkeiten jetzt hier anschneiden. Also nicht dann gleich wieder welche in den Kommentaren anfangen. Aber das stimmt ja gar nicht mit NFTs. Ja, okay, Entspannung. Chill, Bruder. Wir können hier aber kein 9-Stunden-Video hochladen. Das geht leider nicht. Aber weiter, zurück zu Bitcoin. Wichtigste Frage, kann man Bitcoin verbieten? Zur Regulation kommen wir gleich noch, Freunde. Nein. Niemand kann oder wird Bitcoin jemals verbieten können. Also klar, auf einem Blatt Papier können die das gerne tun. Auf einem Blatt Papier können die so gut wie alles verbieten. So ja, wir verbieten jetzt Bitcoin-mäßig. Bringt denen nur nicht viel, weil die, die wissen wie, nutzen Bitcoin einfach problemlos weiter. Ein Ausschalter, wie gesagt, Freunde, den gibt es hierfür nicht. Viele wissen übrigens nicht, dass man damals zu den Anfängen des Internets auch hier und da große Angst vor dieser neuen und komischen Technologie hatte, die man nicht so ganz verstanden hat. Und auch da haben viele Regierungen befürchtet, das Internet könnte denen Macht wegnehmen. Wollte man auch verbieten und regulieren hier und da, hat natürlich nicht funktioniert, Freunde. Oder Telegram. Russland hat Telegram mal verboten gehabt. Russland wollte nämlich, dass Telegram Nutzerdaten an den russischen Geheimdienst rausgibt. Telegram hat nö gesagt und Putin fand das irgendwie ganz und gar nicht lustig. Der war gar nicht amused. Hat gesagt, wir verbieten das jetzt. Hat aber irgendwie niemanden gejuckt. Also hat man das Verbot wieder aufgehoben. Okay, zurück zu Bitcoin. Also, ausschalten und verbieten geht nicht, denn Bitcoin läuft einfach weiter. Für jeden nutzbar, Freunde. Kann keiner was machen. Wäre es denn trotzdem furchtbar kacke für uns, wenn man sagt, Bitcoin ist ab jetzt verboten? Ja, definitiv. Aufgrund von, wir nennen es mal Drohgebärden, also indem die uns Angst machen. Wenn die Regierung jetzt sagt, pass auf, bla bla, Bitcoin ist ab jetzt verboten und jeden, den wir erwischen, der geht, jetzt mal übertrieben gesagt, der geht in den Knast oder was weiß ich denn. Pauschal, ohne darüber nachzudenken, schwöre ich euch nackend in die Hand, werden mindestens 30% der Menschen sofort die Finger davon lassen. So allmannmäßig halt. Weil wegen, ja gut, die haben es ja jetzt verboten, dann mache ich das halt auch nicht mehr. Und dann kommt noch ein ganz, ganz dickes Problem dazu, weil die ja natürlich auch die Möglichkeiten haben, uns gewisse ganz fette Steine und Brocken in den Weg zu legen. In Form von, ihr könnt eure Bitcoins jetzt nicht mehr in Fiat-Geld tauschen. Das ist ein Problem, weil Banken werden uns kein Geld mehr für Bitcoins geben. Stablecoins kann man definitiv regulieren und kontrollieren. Mal eben Bitcoin in Tether oder USDC tauschen und dann auszahlen, das geht dann nicht mehr. Weil ein ganz dicker Nachteil an der Transparenz von Bitcoin ist halt, jede einzelne Transaktion ist für immer, Freunde, im Protokoll gespeichert und nachverfolgbar, ja. Dickes Ding, was machst du denn jetzt? Das alleine pauschal würde wahrscheinlich schon die nächsten 60% aus dem Markt befördern. Safe. Weil voll aufwendig jetzt und so. Wir Menschen sind ja sehr gemütlich unterwegs. Das wissen wir ja. Wir mögen das, wenn etwas sehr, sehr unkompliziert und gemütlich abläuft. Klar. Also haben die jetzt schon mal insgesamt, also wie gesagt, nur Milchmädchen, 80% der Menschen aus Krypto rausgekickt. 20% bleiben, weil die wissen ja, Brudi, ich lasse mir doch hier gar nichts von euch verbieten. Was soll denn der Scheiß jetzt? Weil der Blockchain-Technologie sei Dank gibt es ja trotzdem weiterhin Möglichkeiten, das System zu dribbeln. Es wird kompliziert, definitiv, aber es ist weiterhin möglich. Du brauchst eine VPN-Verschlüsselung, easy, die kriegst du heute an jeder Ecke. Du brauchst eine Brückenwährung, wie irgendeinen nicht kontrollierbaren Stablecoin oder Monero oder Tornado Cash, also eben für ERC20 auf dem Ethereum-Netzwerk. Und es gibt ja zum Beispiel jetzt nur ein Land wie El Salvador, wo du dir über Umwege deine Bitcoins wieder auszahlen lassen kannst. Auch das natürlich jetzt wieder eigentlich total tiefes und kompliziertes Thema ist, klar. Aber die Kernaussage soll sein, wenn man die Materie versteht und weiß, was man hier tut, ja, ist es weiterhin möglich, Kryptos zu haben, zu handeln und auch auszuzahlen. Aber unsere Adaption hätte einen riesigen und massiven Arschtritt. Das auf alle Fälle. Die würde in ihrer Entwicklung zurückfallen und ab da sehr, sehr langsam nur noch vorangehen. Aber sie ist eben nicht
komplett aufzuhalten. Also rein mathematisch ist das ja so. Man könnte sagen, ja, was haben wir denn jetzt noch davon, wenn 20% der Menschen, die heute im Bitcoin drin sind, dann noch da sind? Ja, Kurs, bla bla, schmiert ja alles voll ab. Na, es geht jetzt nur mal um die Theorie. Also rein faktisch wirst du das nicht komplett ausmerzen können. Das geht nicht. Also im allerschlimmsten Worst Case, Milchmädchenrechnung, habe ich ja gerade gesagt, Freunde, könnte die USA jetzt den Ton angeben und sagen, ja, wir verbieten Krypto. Die UN, also sprich Europa, zieht mit, weil, ihr wisst das, wir machen alles, was Papa Amerika uns sagt. Und wir würden bestimmt 80 oder mehr Prozent der Menschen verlieren, die heute im Netzwerk drin sind und daran teilnehmen. Aber eben nicht komplett. Ich glaube, dass es wichtig ist, diesen, die können Bitcoin ja einfach verbieten, Mythos aufzuarbeiten und damit ein bisschen aufzuräumen, weil wir das jetzt echt vermehrt gelesen haben, Freunde. Und was Kryptoregulation betrifft, NFTs etc., wäre bis zu einem bestimmten Punkt auch gar nicht mal so schlecht. Da bin ich ehrlich mit euch. Aber ist natürlich auch nur meine Meinung, Freunde. Bei Stables und CBDCs haben die natürlich alle Macht und Handlungsspielraum, da zu machen und zu tun, was die wollen. Das ist klar, aber auch was DLT-Infrastrukturen anbelangt, ja, also die Distributed Ledger-Technologie, XRP, Quant und wie sie alle heißen, Freunde, glaubt mir, die Regierungen haben kein Interesse, sowas zu verbieten. Es nützt denen mehr, als es ihnen schaden würde. Und am Ende ist es in der Politik immer nur die einzige Frage, die wir uns zu stellen haben. Haben die dadurch einen Nutzen oder nicht? Bedroht das deren Geldsystem oder nicht? Und wenn man mit dieser Frage mal so durch unseren kleinen klebrigen Kryptomarkt geht, kann man relativ leicht sondieren, welche Kryptowährungen in eurem Portfolio eventuell irgendwann mal, sagen wir mal, einfach von der Bildfläche verschwinden, weil man da tatsächlich die Möglichkeit hätte, eine Art Ausschalter zu betätigen. Kleiner Wink mit dem Zaunfall. Und damit würde ich sagen, Freunde, alle, die neu da sind, gerne einmal unten abonnieren, rein in die Kommentare, bisschen für den Algo, dribbel etc. Werdet Teil der Krypto-Gang. Ziel ist 30.000, beamvisiert, die Reise geht aufwärts, Freunde. Ich danke euch, Couscous geht raus. Ich liebe euch doch alle, wisst ihr ja. Die länger da sind, die kennen die ganzen Geschichten. Der Algo, der wird gedribbelt und liebkos. Schmeißt dem eine Bärchentasse am Kopf. Oder wenn ihr einen lieb haben wollt, gebt ihm auch mal eine zärtliche Umarmung. Tut den auch mal ganz gut. Der arme Algo. Wir müssen ihn nicht immer ärgern, Freunde. Ich würde sagen, die Sache ist wie ein Spiegel. Wir sehen uns morgen. Gewohnte Zeit, gewohnter Ort. Stopp. Morgen ist Sonntag. Ich glaube, morgen sehen wir uns gar nicht. Sonntag mache ich ja eigentlich kein Video. Gucken, Freunde, gucken wir einfach mal. Ne? Und dann ansonsten, wenn wir uns nicht sehen, sehen wir uns am Montag. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Reingau.